Hallo zusammen. Ich hatte es ja bereits vor einiger Zeit einmal angekündigt, dass ich genau das vorhaben werde. Ich werde Metro nochmal spielen, allerdings im Schnelldurchlauf. Und vor allen Dingen auch größtenteils unkommentiert, werde ich mal sagen. Und zwar wollen wir immer noch das gute Ende haben. Zumindest ich hätte das gern. Zumindest das alternative Ende. Und deswegen werden wir jetzt ein neues Spiel beginnen, aber ich spiele mal nicht im Ranger-Modus beim ersten Mal, sondern wir spielen nur im Original-Modus. Dafür aber immer noch auf Hardcore erfahrene Ego-Shooter spiele ich mal im Ranger-Modus mal schon hinter uns. Machen wir nochmal den Hardcore-Modus, weil es so schön war. Bla bla bla, ja, möchte ich. Wir haben es einmal durchgespielt, also was soll's. Ja gut, jetzt kommt der mit der Helligkeit. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Genau. Und dann fangen wir nämlich direkt schon mal an mit Abkürzen. Riesiger Albtraum auf der Kreatur. Geht überspringen, alles klar. Weil Zwischensequenzen sind ja Quatsch. Nun gut, dann gehe ich mal ins Off und fange an zu spielen. Soll ich, und dann sehen wir die wichtigsten Szenen, die halt irgendwie gebraucht werden. Und dann, ja, vielleicht kommentiere ich hier noch was rein, so im Nachhinein. Und dann hoffe ich mal, ich schaff's diesmal bis zum guten Ende. Im Schnelldurchlauf. Wach auf, Artyom! Ich bin's, Karl! Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Karl! Wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Ein seltsamer Ort, dieses D6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich, haben sie gesagt. Das Volk glaubte an eine bessere Zukunft. Doch unsere Anführer setzten ihr Geld auf den Weltuntergang. Und hat D6 sie gerettet? Nein, sie konnten es nicht rechtzeitig erreichen. Und hier stand das Ding nun seit 30 Jahren, bis unsere Freunde darüber gestolpert sind. Alles darin war unberührt. Waffen, Medikamente. Als wenn man einen vergrabenen Schatz findet. Ich nehme an, hier unten ist es ganz nett, seit der Reaktor in Betrieb ist. Licht, Wärme. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern! Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, bis die Welt da oben uns zurücknimmt. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Geht noch mehr. Streng dich mehr an.
Du verschossest mich. An den Rücken gerade. Ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Verdammt! Wer schlägt so zu? Damit man nicht untergeht. Jedes Kind kann es. Na, die haben noch einen langen Weg vor sich. Aber komm schon. Was glaubst du? Bleib da rein. Keine Ahnung. Die haben noch eine halbe Stunde. In der Kirche gefunden. Saß auf dem Boden und betete. Nicht so hektisch. Ist er nicht? Hab gehört, was du getan hast. Respekt, Mann. Man sagt, dass in den Sümpfen irgendeine Scheiße ist. Vielleicht sogar noch schlimmer als die Schwarzen. Geh da nicht hin. Das war ein wirklich tolles Grillfest, das du da mit diesen Schwarzen veranstaltet hast. Was auch immer die Leute sagen, es war richtig von den Rangern, dich in den Orden aufzunehmen. Wir brauchen Männer wie dich. Hallo Artyom! Willkommen in der Waffenkammer. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Ranger führen in der Regel bis zu... große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst und da habe ich was gehört. Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Ratten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert, Schuljungen, und sie in Ausbildungslager geschickt. Ich sag dir, der Krieg steht bevor. Wen wollen die denn bekämpfen? Die üblichen Verdächtigen vermutlich. Die Faschisten. Das erinnert mich daran, dass unsere Wachen oben drei Reichsstalker-Aufklärungstrupps gesichtet haben. Seltsam. Es waren noch nie so viele Faschisten draußen. Drei Trupps, sagst du? Wo? Zwei der Trupps waren hier in der Nähe. Sergei hat sie gesehen. Die Faschisten haben die Schächte überprüft, die Keller. Als wenn sie nach einem Eingang suchen würden. Scheiße. Meinst du, die wissen, dass wir D6 gefunden haben? Schwer zu sagen. Vielleicht. Das ist nicht gut. Wenn die versuchen reinzukommen, sind die erledigt. Miller hat die Wachen verdreifacht. Stimmt. Er weiß von den Faschisten. Aber wenn wir die Späher eliminieren, schicken die nur noch mehr. Und wenn die reinkommen, meinst du, der Orden könnte das Reich abwehren? Ganz ruhig. Der Orden ist neutral. Wir sind die Wächter der gesamten Metro. Wir beschützen unsere Mitmenschen vor Monstern und Mutanten. Welcher Staat würde es wagen, gegen uns in den Krieg zu ziehen? Lass mich die Geschichte zu Ende bringen. Da war noch eine dritte Gruppe Faschisten, erinnerst du dich? Die wurde an der Messe gesichtet, an der Oberfläche. Wir hatten dort Wachen, Skalpell und Bratten. Die meldeten sich und sagten, die Faschisten würden sie angreifen. Und dann brach die Verbindung ab. Moment mal. Bratten wird vermisst? Nicht vermisst. Er wurde tot aufgefunden, zusammen mit Skalpell. Ein Dutzend Kugeln in beiden. Mit Kopfschüssen erledigt. Scheiße. Er hatte letzte Woche erst Geburtstag. Wir haben einen getrunken. Was für ein kranker Mistkerl würde ihm so etwas antun. Schenk diesem Klang keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Herr Ben, ich höre dich laut und deutlich. In Ordnung. Artyom. Und Sie, Khan, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch?
Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den gestohlenen Behälter abliefern kann. Verstanden? Jawohl. Wenn Lesnitzky mit dem Behälter entkommt, besteht ein Risiko für die gesamte Metro. Wenn Sie ihn also nicht lebendig fassen können, dann bringen Sie mir verdammt nochmal seinen Kopf. Jawohl. Wegtreten. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben weder Zeit noch Leute dafür übrig. Etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Die Türen schließen sich. Vier Stück. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Tom!
hast du gut gemacht. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Hilf mir hier mal! Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Da, wo das Mist war, brennt immer noch was. Der ist erledigt. Sieh mal, da sind noch mehr im Schild. Reicht für das Magazin. Geh dich ab. Na los! Genommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Ah! Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie, lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskwitz! 3. Bitte, bitte, ich rede auch, aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bring den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es.
Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns.